Die deutsche Wirtschaft ist geschrumpft. Wir nutzen die Gelegenheit, uns kurz die Fakten anzuschauen. Was Sie hier sehen, ist in dunkelblau die Entwicklung der deutschen Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wir sehen, die Wirtschaft ist immer noch gewachsen im Vergleich zum Vorjahr, rund 1,2%. Sie sehen aber, die Dynamik nimmt deutlich ab. Das zu erkennen an der nach unten gerichteten Entwicklung. Und wenn wir die Entwicklung auf Quartalsbasis betrachten, also die Entwicklung des dritten Quartals gegenüber dem zweiten Quartal im Jahr 2018, dann sehen Sie hier an diesem Balken, der nach unten gerichtet ist, dass die deutsche Wirtschaft geschrumpft ist. Wenn wir nun auf den Aktienmarkt schauen, auf den deutschen Leitindex DAX, dann haben wir jüngst relativ starke Verluste gesehen. Wir möchten diese in einen Kontext setzen. Und was Sie hier sehen, in Rot dargestellt, das sind die Verluste jeweils vom Hoch zum Tief, also die entsprechenden Rückgänge hier. Und Sie sehen schon Rückgänge, beispielsweise 40% oder auch im Rahmen der geplatzten Technologieblase jenseits der 70% oder auch jenseits der 50% im Rahmen der Finanzkrise. Die sind keine Seltenheit. Aktuell der Wert bei rund minus 17%, doch bereits erheblich und dementsprechend spürbar. Die Rückschlüsse müssen natürlich sein, das Portfolio breiter zu diversifizieren und nicht nur auf einzelne Aktien eines einzelnen Landes zu setzen. Defensive Aktien zeigen aktuell eine starke relative Entwicklung. Das sind Aktien, die über qualitative, hochwertige Geschäftsmodelle verfügen, respektive die sich durch eine geringere Schwankungsbreite auszeichnen. Auch da sehen Sie den Vergleich hier in Türkis, dass der breite Index des europäischen Aktienmarktes in dunkelblau sehen wir ein Index, der defensive Aktien abbildet. Hier das Instrument jeweils Indexfonds, die berücksichtigt wurden. Und Sie sehen schon, während der Aktienmarkt mit rund 9% im Minus liegt, sind die defensiven Aktien nur um rund 3% gefallen, zeigen also eine starke relative Outperformance, wie die Experten sagen. Im Ergebnis zeigen uns sowohl die wirtschaftlichen Entwicklungen als auch die Daten zur Portfoliokonstruktion, dass Sie Ihre finanziellen Entscheidungen professionalisieren sollten. Wie Sie das tun können und was wir dabei für Sie tun, können Sie auf dieser Folie lesen. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.